B2.2. Zeichnen Sie die Vorlage des Firmenlogos. Achtung, die ist 3 Punkte wert, das heißt, ein bisschen aufwendiger wird sie schon sein. Ich habe jetzt nochmal die Skizze und auch von der 2.0 die ganzen Angaben hier dazu kopiert, um die nochmal sehen zu können. Also wir tragen einfach mal ein, was kennen wir schon. Wir kennen die Strecke MB mit 3 cm, damit ist auch DM 3 cm groß. Wir kennen BC mit 6 cm, damit ist auch AB, AD und DC 6 cm lang, weil es ja eine Raute, alle vier Seiten sind gleich lang. Zusätzlich kennen wir RQ mit 5,2 cm. Und ja, das war's, DB, OP und RQ sind noch parallel. Aus der vorherigen Aufgabe kennen wir noch die Strecke AM mit 5,2 cm. Und was ich jetzt hier noch übersprungen habe, MH ist ja auch noch bekannt, steht hier mittendrin mit 6,5 cm. So, damit kennen wir eigentlich alle auch schon alle Größen, die wir fürs Zeichnen brauchen. Jetzt vielleicht noch als Erklärung, wie man anfängt zu zeichnen. Ich würde jetzt mit Punkt M beginnen, weil das schön in der Mitte drin liegt. Dann könnte ich 3 cm nach oben, 3 cm nach unten. Dann hätte ich die Punkte B und D. Von M aus 5,2 cm nach links. Dann habe ich den Punkt A und 5,2 cm nach rechts. Dann habe ich den Punkt C. Und wenn ich von M noch 6,5 cm rechts zeichne, habe ich auch noch zusätzlich den Punkt H. So, H ist der Mittelpunkt der Strecke RQ, weil wir haben da hinten drin ein gleichschenkliges Trapez. Das heißt, wenn ich hier den Mittelpunkt habe, dann muss ich einfach die Hälfte von 5,2 nach oben und beziehungsweise nach unten, also 2,6 cm nach oben und nach unten, und dann einfach vom Punkt R zum Punkt M verbinden, beziehungsweise vom Punkt Q zum Punkt M verbinden. Dann eine Angabe, die oben noch ganz wichtig ist. Ich fahre mal schon nochmal hoch. Hier heißt es Kreisbogen OA und Kreisbogen AP. Kann ich jetzt hier in der Skizze schnell erklären. Also AP, das OA, so heißt er, ist dieser Kreisbogen hier mit Mittelpunkt B. Das heißt, ich nehme einen Zirkel, steche bei B ein, Radius ist BA und dann zeichne ich hier oben schön meinen Kreisbogen. Das gleiche passiert auch mit AP. Diesmal ist Punkt D mein Mittelpunkt. Also wieder Zirkel nehmen, Radius ist AD und dann den Kreis ziehen bis zum Punkt P. So, damit müssen jetzt alle Dinge geklärt sein. Gehen wir rüber ins Grafikprogramm und zeichnen das mal. Also als erstes brauchen wir den Punkt M, den Mittelpunkt. Muss ich noch schnell umbenennen. So, also mein Punkt M. Dann habe ich gesagt, ich gehe 3 cm nach oben und 3 cm nach unten. Halt, mache ich andersrum, dann muss ich noch einen schnell umbenennen. Nämlich, dass da wird mein Punkt D. So, dann von M aus 5,2 cm nach links. Ja, jetzt bin ich ein bisschen zu weit. Muss ein bisschen rüberschieben, so. Jetzt passt's. Also 5,2 nach links, dann kriege ich hier den Punkt A raus. Auch noch umbenennen. Und wenn ich 5,2 cm nach rechts gehe, dann kriege ich den Punkt D, C ist das. So, nennen wir den Punkt C. Dann die ganzen Linien noch schnell verbinden. Okay, als nächstes von Punkt M noch, meiner hier eine Spur breiter, von Punkt M noch 6,5 cm nach rechts. Ja, weil es hieß ja, MH sind 6,5 cm. So, dann kriege ich da hinten den Punkt H. Und jetzt die Hälfte von 5,2 Meter nach oben, nach unten. Das sind 2,6 cm jeweils. So, dann kriege ich hier auch noch die Punkte.
Wie heißen die hinten dran? Q und R. Das ist mein Punkt Q. Habe ich es richtig rum? Ja, und oben liegt der Punkt R. Jawohl, dann brauche ich jetzt die Kreisbögen. Das heißt, Zirkel nehmen, bei Punkt B unten einstechen. Der liegt jetzt nur ein M drüber vom Mittelpunkt und hier ein R für Radius. So ist halt das Programm aufgebaut. Beim Punkt A einstechen und jetzt den Kreisbogen zeichnen. Was man natürlich zuerst machen hätte können, ist noch R und den Mittelpunkt verbinden und Q und den Mittelpunkt verbinden, damit ich weiß, wie weit muss ich den Kreis überhaupt zeichnen, den Kreisbogen. So. Dann machen wir den nochmal schön. Also nochmal bei B einstechen, Radius A, AB, Kreisbogen zeichnen und jetzt reicht es ja bis hierher zu zeichnen. Das gleiche auch bei D einstechen, Radius ist DA, Kreisbogen zeichnen bis hierher. So, und dann ist auch schon mein Fisch fertig. Was ich jetzt noch einzeichnen kann, ist hinten die Strecke OP. So ungefähr. Noch die Punkte richtig benennen. Oben hatten wir O. Und unten den Punkt P. Ja, damit habe ich jetzt die komplette Figur gezeichnet, müsste alles drin sein und die Zeichenaufgabe ist damit geschafft.